In diesem Video wird gezeigt, wie man mit Hilfe von GeoGebra die Wahrscheinlichkeiten für eine standardnormal verteilte Zufallsvariable als Fläche unter der Dichtefunktion berechnet. Dazu verwenden wir den Wahrscheinlichkeitsrechner im drittletzten Werkzeugmenü. Standardmäßig ist hier die Normalverteilung eingestellt mit Mittelwert μ0 und Sigma 1. Wir wollen hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass z kleiner gleich 1,43 ist, und das geht ganz einfach, braucht hier nur p von x kleiner 1,43. Hier ist immer die Zufallsvariable mit x bezeichnet und schon erhalten wir die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Ebenso gilt dasselbe, wenn wir bis minus 1,15 das Ganze berechnen. Wir haben sofort die Wahrscheinlichkeit und auch die Fläche wird sofort dargestellt. Man kann auch diesen schwarzen Punkt nehmen und verziehen und somit die Wahrscheinlichkeit grafisch bestimmen, ganz einfach und ganz schnell. Machen wir das bei einem rechtzeitigen Test. Das wählt man hier unten links aus, und zwar von 1,26. Man kann so weit verschieben, bis hier 1,26 steht. Wenn es nicht ganz genau ist, kann man ja noch die Sache per Keyboard eingeben. Möchte man jetzt einen Bereich haben, also beispielsweise von minus 1,22 bis 0,36, dann wählt man einfach einen zweiseitigen Bereich und gibt die Werte mit Hilfe der Tastatur ein, und schon erhalten wir die richtige Wahrscheinlichkeit, dargestellt schön als Fläche unter der Dichtefunktion. Soweit zur Wahrscheinlichkeitsberechnung. Als zweite Variante gibt es noch die Umkehrung. Man soll jene Zahl ermitteln, für die sich die angegebene Wahrscheinlichkeit der standardnormal verteilten Zufallsvariable z ergibt. Das heißt, es sind jetzt die Grenzen gesucht und die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, die Fläche ist gegeben. Wenn wir uns hier wieder einen linksseitigen Test anschauen, dann ist jetzt jene Grenze gesucht, sodass die Fläche, also die Wahrscheinlichkeit, 0,7 ist. Man kann jetzt mit dem Schieberegler so lange probieren, bis hier herunter 0,7 steht, oder GeoGebra kann das auch umgekehrt rechnen. Und somit braucht man hier nur in der Wahrscheinlichkeit 0,7 eingeben und man erhält sofort den gesuchten Wert, die gesuchte Grenze U. Probieren wir das Ganze noch mit einem rechtzeitigen Bereich, also größer gleich U soll 0,25 sein. Wir geben hier wieder 0,25 als gegebene Wahrscheinlichkeit ein und schon erhalten wir die gesuchte Grenze U mit 0,6745. Soweit zum Wahrscheinlichkeitsrechner mit GeoGebra. Sehr einfach zu bedienen und dadurch entfällt das lästige Nachschauen in den Tabellen.